Guten Morgen, herzlich willkommen zur vierten und vorerst letzten Ausgabe des Gipfeltreffens. Und wir müssen feststellen, dass das Vertrauen in unser Duo erheblich gestiegen ist, denn wir werden quasi mit Fragen überschüttet von der Bevölkerung. Und man möchte zum Beispiel von uns wissen, das finde ich eine sehr interessante Frage, es beschäftigt sich mit dem Coronavirus. Mit dem Coronavirus. Einige werden davon bestimmt schon mal gehört haben in letzter Zeit. Und zwar möchte man von uns wissen, das Coronavirus hat sich ja im Westen Deutschlands wesentlich mehr ausgebreitet als im Osten der Republik. Woran liegt das, eurer Meinung nach? Naja, also ich meine, wenn du durch den Osten mal durchfährst mit dem Auto, dann kannst du mal sehen. Also da, ich glaube, dass das Virus dann zwischen Nordgermersleben und Magdeburg auf so einer Landstraße einfach verhungert. Weil da kommt ja keiner. Was sagst du? Ja, ich weiß nicht. Also das kam ja von den Skifahrern, glaube ich, in den Westen. Vielleicht fährt man hier nicht so Ski. Weiß ich nicht. Fährst du Ski? Hier wird mehr Schlitten gefahren. Hier wird mehr Schlitten gefahren. Ich denke ja, dass die Menschen im Osten robuster sind. Also ich glaube, hier ist eher so die Veranlagung, dass man sagt, wir sind keine Opfer des Virus, wir sind Gegner. Wir stellen ihm uns entgegen. Und ich glaube auch, dass es stellenweise so ist, dass viele Menschen das Virus schon hatten und die haben es gar nicht gemerkt. Das kommt ja auch da so. Das ist so, im Osten kenne ich viele, die so gesagt haben, ach, ich hatte Herzinfarkt, nichts gemerkt, Krebs, Ziegenpeter, gar nichts. Also ich habe einen Verwandten, der konnte immer so schlecht laufen. Und dann kam mal raus, das war wegen der Amputation, die haben das Bein amputiert, ohne dass er das irgendwie mitgekriegt hat. Also das ist so eine ganz andere Herangehensweise hier in der Region. Das Virus hat ja nichts von Schwachen. Also wenn der Wirt, das Virus braucht den Wirt, wenn der Wirt stirbt, dann stirbt das Virus mit. Das Virus kann dann nur noch, auf den Pathologen überspringen. Stimmt, aber das Virus hat jetzt auch keinen Realschulabschluss, von daher ist dem Virus wahrscheinlich egal. Genau. Ja. Man möchte weiterhin, das ist ja ein großes Thema, die Lockerungsmaßnahmen. Also wir bekommen ja mit, dass jetzt innerhalb der Bundesrepublik ganz unterschiedliche Maßnahmen getroffen werden. Also was die Gastronomie angeht oder was die Wiedereröffnung von Schulen und Kitas betrifft. Ist das richtig, dass jetzt der Föderalismus zum Tragen kommt? Brauchen wir überhaupt noch, sage ich mal, die überstaatliche BRD im alten Sinne? Wenn jetzt sowieso jeder Ministerpräsident macht, was er will. Ja, ich meine, die Hälfte ist ja eh über Clans geregelt. Und die Restdemokratie würde ich einfach nur aufrechterhalten, weil frisst ja kein Brot. Ich finde das auch einen richtigen Weg, dass man eben auch Bundesländer zusammenlegt, auf die es jetzt eben nicht so ankommt. Thüringen und das Saarland. Oder Schleswig, Württemberg, dass man das als Anhalt zusammenfasst. Ja. So. Ja. Und ich glaube, man macht das bloß nicht in der ganzen Stringenz, weil man weiß, es ist natürlich teuer. Man braucht dann 16 Bundeskanzlerinnen, man braucht 16 Berlins, man braucht 16 Berliner Fernsehtürme. Und weil sich das einfach nicht rechnet, sagt man, da lassen wir es lieber so laufen. Am Ende ist es eine Geldfrage. Ne? Am Ende ist es eine Geldfrage. Ja. Das ist ja auch gerade, wenn du jetzt zum Beispiel Rügen zusammenlegst mit dem Allgäu. Das sind ja Wahnsinns-Anfahrtswege, wenn das ein Ort ist. Nein, die entfallen ja. Wenn man es zusammenschiebt, wäre es ja auch ökologisch günstiger, dann müssten die gar nicht mehr so weit fahren. Also wenn man es nicht nur verwaltungstechnisch, sondern auch geografisch. Du willst die Platten verschieben. Also du musst dann tektonisch, muss dann natürlich was passieren. Du musst tektonisch arbeiten. Das sehe ich nicht. Wenn du tektonisch denkst, dann kriegst du es. Ich habe meinen Plan schon fertig, wie ich das machen würde, wenn ich NRW als König hätte, dass ich würde Politessen beim Mossad ausbilden lassen oder so. Aber es ist ja einfach nicht vakant. Ja. Aber zumindest tektonisch muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ja, ich finde auch. Ja. Absolut. Wie das ganze Ding kann auf ein gesundes Maß zusammenschrumpfen. Sag mal 80 Quadratmeter. 80 Quadratmeter. Ja. Kalt. Ja, aber die natürlich, wenn sie gut gemacht sind. Das kann man ja durch Raumlösungen, kann man da schon mehr rausholen. Und man kann sie dann auf dem Handy wiederum vergrößern. Man kann das ja dann sich in groß angucken. Ja.
Da ist eine ganz kleine Oma drauf. In welchem Bundesland? Ich habe komplett die Frage, ist mir komplett jetzt entglitten auch. In welchem Bundesland würdet ihr dann am liebsten leben? Wollen? Wollten? Nordrhein-Westkiel. Das würde mir gut passen, dass ich in Dortmund bin, trotzdem Küste habe. Also da bin ich dabei. Ja? Ja. Ich bin auch dabei. Auch Nordrhein-West. Das wird schon wieder ein bisschen knapp, mein Lieber. Such dir ein anderes aus. Okay. Also ich würde auch Ostfriesland nehmen. Also Nordrhein-Westfriesland. Nordrhein-Westfriesland, das ist, ja, finde ich auch. Super. Also ich fasse zusammen, wir komprimieren und schaffen neue Strukturen. Gerne. Gut? Gern, sehr gern. Jo, was will man denn sonst noch in Erfahrung bringen? Ah, hi, hier ist die Exe. Ich bin hier in meinem Geheimlabor und versuche in Rekordzeit einen Impfstoff herzustellen gegen Covid-19. Die ganze Welt wartet drauf, ich will der Erste sein und ich versuche hier Coronaviren aufzunehmen, mit Fledermaussaft zu verbinden und das Ganze dann ins menschliche Gehirn reinzuspritzen. Das muss man natürlich sehr sorgsam machen, sehr genau kontrollieren, weil wenn man jetzt zum Beispiel an die Schweinegrippeimpfung denkt, 76 in den USA und auch 2009, das hatte so Nebenwirkungen, ja, aufsteigende Lähmungen und sowas, das kommt nicht gut an bei den Leuten. Deswegen meine Frage an euch, welche Nebenwirkungen sollte eine mögliche Covid-19-Impfung unbedingt haben, damit sie bei den Leuten eine hohe Akzeptanz findet? Ja. Also bei den Leuten oder bei den Impfgegnern, also bei den Leuten? Ne? Nee, bei den Leuten, dass du da wirklich auch sagst, eine Impfung, wo gar keine Nebenwirkungen sind, das ist ja nichts. Was nichts kostet, ist auch nichts. Und das müsste beängstigend sein, aber nützlich. Du müsstest zum Beispiel durch einen reinen Blick so einen Einkaufswagen entriegeln können im Rewe. Ja. Das wäre so eine Sache. Die Schuhgröße müsste sich ändern täglich zweimal. Das wären so Sachen, wo du sagst, vormittags habe ich solche Füße und abends. Und dann wäre die Akzeptanz höher bei den Leuten, weil sie denken, genau das wollte ich naja, schon es, immer. Es ist nicht lebensbedrohend, aber es ist schon, dass du merkst, da passiert was. Aber ist das nicht total stressig? Du gehst Schuhe kaufen und denkst, ja, was, weiß ich jetzt auch nicht. Was bist du denn jetzt so aggressiv? Wie groß die Ich bin doch nicht aggressiv. Ja, sicher bist du aggressiv. Du erzählst... Das war ein Beispiel. Ja. Ach so, na dann. Da musst du unterscheiden. Das war nur ein Beispiel von verschiedenen Optionen. Ja, richtig. So musst du das sehen. Du musst das erstmal einordnen, ja, was Johann sagt. Aber es würde ja die Akzeptanz nicht erhöhen, eine unterschiedliche Schuhgröße, also wenn die sich stündlich verändert. Naja, nicht stündlich, sagen wir mal so. Zweistündig. Mittags, 14 Uhr. Sowas. 14 Uhr. Und dann stellst du fest, die schwellen an und dann brauchst du so Pantoffeln. Oder okay. Das ist egal. Ich würde gar nicht mit Uhrzeiten arbeiten. Ich würde sagen, im Rahmen eines turnusmäßigen Zykluses verändert sich das. Und weiß man die Richtung denn? Werden sie kleiner, mittags größer oder kleiner? Oder wenn können sie dreimal größer werden? Wenn die Schuhe nach hinten größer werden. Ach, Leute. Oder die Füße. Im Ernst mal, also es geht auch darum, Impfgegner zu überzeugen. Wenn du denen sagst, das ist die Nebenwirkung, was passiert dann? Man muss es probieren, man muss es testen. Man braucht sozusagen erstmal jetzt gar keine Testperson für die Impfung, sondern man müsste erstmal die möglichen Nebenwirkungen abklopfen, also die Befürwortung. Was? Ich kann selber nur vermuten, was ich damit meine, aber... vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen verlaufen durch die Schuhgröße. Gut. Hallo, ich bin der Matthias, besser bekannt unter dem Namen der Roller Matti. Und ich frage mich schon seit meiner Geburt, als ich das Dunkel der Welt erblickt habe, frage ich mich ernsthaft, was ist auf der anderen Seite? Von was? Gütersloh? Heißt er jetzt Martin oder Matthias? Matti. Er nennt sich Matti, Roller Matti. Ach, ich habe Martin verstanden. Ich heiße... Ja. Matthias, nenn mich aber Martin. Habe ich verstanden. Nein, Roller Matti. Also das ist der Nachname Roller, Vorname Matti. Der hat das andersrum gesagt. Ich bin Matti Roller, aber es gibt ja, dass man auch sagt, ich bin Schubert Olaf. So hat er das gemeint. Ach so. Meinst du? Und dass er auf dem Roller unterwegs war, war halt ein Zufall.
Ja. Passiert eigentlich nicht. Nein. Ja, Matti Roller, was ist auf der anderen Seite? Ich glaube, er spielt auf die Jenseits an, oder? Das wäre schon wichtig zu wissen, ob es jetzt die andere Straßenseite ist oder ja. Links, nein, rechts. Also was ich habe das so verstanden, dass er sagt, wir sind auf der dunklen Seite. Nee, sind wir ja nicht. Aber das hat er doch gesagt. Nein. Aber er hat doch gesagt, als ich das Dunkel der Welt erblickte, was ist auf der anderen Seite? Das heißt, er hält was das ist auf hier, der anderen Seite? Er hält das hier für dunkel. Das Problem ist, dass er nicht mal Elektroantrieb an seinem Roller hat. Und wirklich als erwachsener Mann mit so einem Kinderspielzeug durch Sauerland oder was immer das da war. Mordor, düst. Ich glaube, wenn er das Jenseits meint, dann ist das im Prinzip, es ist wie die Ewigkeit, nur teilmöbliert. Da passiert nicht viel. Wir finden es raus, das ist das Coole daran. Ich finde es schwer, wenn er sagt, als er bei der Geburtheit das Dunkel erblickte, dann habe ich die Befürchtung, dass bei der Entbindung was schiefgelaufen ist. Also, er dachte, er wäre schon auf der Welt und in Wirklichkeit stug er noch im Uterus. Man sieht ja bei der Geburt und beim Tod am Ende Licht. Ja, es gibt ja die Scheinspange. Das Licht am Ende des Tunnels. Ja. Sei denn, ist es ein Kaiserschnittgeburt. Da ist es eher, als würde man nur eine Decke aufreißen. Stimmt, das muss sein wie so ein Auftritt im Quatsch-Comedy-Club. Genau. Ja, ich habe mal eine Kaiserschnittgeburt gesehen. Die wird die Bauchdecke wirklich aufgerissen. Findest du nicht auch, dass wenn du vorhast, mehrere Kinder zu kriegen, dass man da besser dann mit Klett arbeitet für spätere... Auf jeden Fall. Ja. Natürlich. Definitiv. Das wäre doch gut. Das ist so dieses, du kriegst eine leichte Narkose und hörst schratz, so ein Geräusch, als ob du einen Jogginganzug aufmachst und da ist das Kind. Obwohl das natürlich hygienisch, da musst du öfter... Du musst über Jahre die Schnittstelle sauber halten. Ne? Du musst über Jahre nicht, aber das müssen wir ja alle. Über Jahre die Schnittstelle auch alleine. Das ist ja auch das, was mich an der Existenz so nervt. Die regelmäßige Verwendung von Toilettenpapier, weißt du? Wenn es mit einmal getan wäre, dann wäre ja gut. Aber das Leben ist halt ein Mühsal. Und am Ende des Lebens wissen wir nicht, was kommt. Aber irgendwas nach unserem Tode wird kommen. Und auch Matti wird es herausfinden. Und ich glaube, mit seinem Billo-Roller wird das schneller gehen, als er denkt. Er hätte näher definieren müssen, was ist die andere Seite. Also zum Beispiel, ist es links, ist es rechts? Oder ist es zum Beispiel das, was ich schön finde, die andere Seite, das andere Ufer? Dort war ich sehr oft. Und ich habe mich dort immer wohlgefühlt. Und da weiß ich jetzt eben nicht, was er genau will. Also mir muss man konkrete Fragen stellen. Du hast dich immer wohlgefühlt auf der anderen Seite? Ja, ja, ja. Das war schön. Am anderen Ufer? Ja. Ich mache das ja auch nur wegen körperlicher Anziehung. Das Geld kann es ja nicht sein. Tag, ihr drei. Ich hätte eine Frage. Jetzt haben wir ja Corona-Zeiten. Ich komme gerade vom Baumarkt und habe mir so einen neuen Baukasten gekauft, weil ich zu Hause mein Spinningfahrrad zusammenräumen muss und zusammenbasteln muss, weil ich ja nicht draußen Fahrrad fahre, sondern ich fahre in der Wohnung Fahrrad. Also ich habe ein Spinningfahrrad zu Hause, weil man ja nicht rausgehen darf. Und ihr kennt die Problematik. So, jetzt habe ich diese Beschreibung, was ich für dieses Fahrrad brauche an Werkzeug und so weiter. Und da steht, ich brauche eine Punze und eine Nuss. Jetzt steht da mein Werkzeugkasten aber nicht dran, was eine Punze und eine Nuss ist. Also, was ist eine Punze und was ist eine Nuss? Eine Nippelklemme kenne ich, aber was ist eine Punze und was ist eine Nuss? Kann das einer von euch mal erklären? Punze, Nuss, das klingt wie geile Spitznamen im Osten, aber bitte, your turn. Interessante Frage von Herrn Eggersdörfer. Er hat gerade gesagt, er klingt wie Spitznamen aus dem Osten. Und zwar habe ich gestern ferngeschaut, selbstverständlich meinen Heimatsender, den MDR, den mittelmäßigen Rundfunk. Und da kam ein Polizeiruf 110 aus den 80ern, an den ich mich noch erinnert hatte. Und da gab es drei Typen, die wurden so als Gammler beschrieben. Und die hießen Ali, Fetzer und Gandhi. Da haben wir uns damals immer beömmelt, dass sich der Drehbuchschreiber gedacht hat, jetzt suchen wir uns mal richtig pfiffige jugendliche Gandhi? Namen. Ali, Fetzer und Gandhi. Und die waren so richtig böse und haben gesagt, komm, ja, wir begehen eine Straftat. Okay. Dann haben die sowas umgeschubst so, oh, und haben so Kraftausdrücke verwendet wie Ost, wir sind Ost, rüpelhaft oder so. Weißt du, was ich geil fände, wenn es so einen Polizeiruf 1266 gibt und da geht immer noch so eine alte Frau dran, immer. Schröder, es ist ein Mord passiert. Ja, ist egal, dann legt die auf und macht sich was zu essen. Weil einfach die Nummer nicht stimmt. Sowas fände ich wirklich lustig. Das war übrigens gerade Ingmar Stadelmann, ich habe ihn kaum erkannt. Ja, stimmt, stimmt. Das, also Nuss ist klar, aber Punze, ich meine Punze, man verpunzt. Verpunzt, verstehst du? Eine Punze klingt für mich immer wie eine kleine Plauze.
Also man hat eine Plauze oder eben eine Punze. Eine Punze ist Umgangssprache. Also ich denke auch immer, zwei Nüsse und darüber liegt die Punze. Und dann muss man mit der Punze, dann muss man die Punze mit der Nuss in die... Durch den Flansch? In die Ratsche klemmen, zweimal nach links und dann steht das Fahrrad. Oh Gott. Können wir hier abbrechen? Ja, Zugriff. Ich denke, der Herr Stadelmann, der Google, das wissen wir doch nicht, was eine Punze ist. Woher sollen wir das wissen? Ja. Ich glaube nicht, dass es das tatsächlich gibt. Ich halte das für ein erfundenes Problem. Ich werde so demnächst meine Frau nennen. Ja. Das einfach. Kann ich... Vielleicht okay, ist das eine Abkürzung okay. von Rapunzel. Ja, oder ich frage die Kinder, wo ist eigentlich die Punze? Ja, wir müssen das an die Gremien delegieren, lieber Dietmar. Wir bilden einen Arbeitskreis. Ja, ja. Richtig. Die Situation, dass ich jetzt endlich wie ein Rentner offiziell leben kann, was ich eigentlich schon seit ein paar Jahren mache, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und kommt dann noch ein Leben, also was passiert dann, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich meine jetzt vor dem Tod? Ja, was? Nicht schlecht. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Und wenn ja, wie lange haben die Wäschereien auf? Woody Allen. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Ja, das Leben ist das, was du daraus machst, wenn andere dich nicht davon abhalten. Wo man immer gucken muss, was sind das für Leute? Philosophie. Ich finde das auch ganz klar eine Frage der Eigenverantwortung. Und wenn er sein Leben, ich stelle mir das jetzt auch ein bisschen trist vor, er spielt da halt in dieser Rock-and-Pop-Formation, da haben die so ein Stadion, dann spielen die, anschließend ist Party, dann wird getrunken, dann ist eine Orgie, 40 nackte Weiber, das ist ermüdend. Und da gibt es natürlich Berufe, die wesentlich mehr Abwechslung bieten. Zerspannungsmechanik. Zerspannungs- das ist ja eine Sache, da weißt du gar nicht, welches Material kommt heute auf den Tisch. Genau. Das ist halt. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit als Fußpfleger. Du hast jeden Tag neue Füße, junge Füße, alte Füße, mal einen Tag bloß linke Füße, dann bringt einer mal zwei rechte Füße mit. Oder manche kommen ja auch mehrfach durch die Nebenwirkungen der Impfstoffe, haben die früh große Füße, abends kleine. Also da gibt es viel mehr Abwechslung als jetzt bei diesem Rocken. Da fällt mir mein Lieblingswitz ein von früher und der geht, ich glaube, es ist von Fips Asmussen. Mein Opa kam mit einem Bein aus dem Krieg. Wir wissen bis heute nicht, wem es gehört. Über sowas kann ich mich scheckig lachen, kann dabei hiermit nichts zu tun haben. Ja, was meinst du, Johann? Tja. Bezieh Stellung. Also ich habe als Kind wirklich gedacht, dass ich, oder auch später noch, dass ich im letzten Leben, dass es mir sehr, sehr schlecht ging, dass ich wirklich sehr arm war, dass ich in Goldminen arbeiten musste oder sowas. Und dass ich deswegen, dass man dann belohnt wird im nächsten Leben, dass es mir jetzt sehr, sehr gut geht. Und ich habe immer gedacht, der Zeitpunkt des Sterbens muss genau übereinstimmen mit dem Spermium, das irgendwo auf der guten Seite in eine Eizelle eindringt. Wenn man diesen Zeitpunkt kriegt, dann wird man zum Beispiel einer kommt, im Soest geboren. Einer kommt, einer geht. Ja, und das habe ich mir wirklich, das glaube ich bis heute, dass man also, dass es am Ende irgendwie sich ausgleicht. Dass ich, also dass wir auch im nächsten Leben, dass es uns richtig schlecht geht. Da habe ich auch Schiss vor. Dass man dieses Leben ist so toll mit dem ganzen großartigen Publikum und dann stirbst und im nächsten Leben sitzt du plötzlich irgendwo im Osten im fensterlosen Raum und redest Scheiße. Davor habe ich wirklich Angst. Gibt es nun... Das wäre schlimm, oder? Ja, also, wüsste ich nicht, wie ich das damit zu Ende... Das möchten wir nicht erleben, ne? Nee, möchte ich nicht. Wollt ihr ihm noch Hoffnung machen, dem Flake? Nein. Ich glaube dran. Ihr habt jetzt keinen positiven Bescheid, den ihr ihm zukommen lassen könnt. Eigenverantwortung. Wenn es ihm jetzt sehr, sehr schlecht geht, hat er die Hoffnung, dass es ihm besser geht. Ja, stimmt. Wenn es dir schon gut geht, was soll da noch kommen? Was kommt für uns als nächste Frage? Ich raff's einfach nicht. Ich fahre vor ein paar Tagen mit der Bahn, mit dem ICE. Guck aus dem Fenster. Felder, Felder, Felder. Mittendrin in dem Feld Vogelscheuche. Ja, so ein Ding, damit die Vögel da nicht kommen und die Ernte wegfressen. Klassische Vogelscheuche. Wir haben alle so ein Bild vor Augen. Strohhut und Holzfällerhemd, ausgewaschene Jeans. Aber es ist immer klar, es ist ein Typ. Vogelscheuche ist immer ein Typ. Nie eine Frau, immer ein Typ. Und ich krieg die Frage einfach nicht beantwortet, warum sind Vogelscheuchen
immer Männer. Also Vogelscheuchen sind für mich immer also divers eigentlich, oder? Haben die, was haben die Männliches? Haben die was Männliches? Es ist doch der, also es ist doch eine Frau, die Vogelscheuche. Für mich ist es ja nicht immer eine Frau gewesen eigentlich. Ja, aber und ich finde es eher diskriminierend, dass es immer Frauen sind. Also warum, das impliziert ja, dass die Frau per se abschreckend ist und dass man weg will, so huh. Ja. Das ist doch im Gegenteil immer der Mann, der steht doch hinterm Bahnhof, guck, guck, und alle rennen weg. Es ist eine Frau und hier müssen wir den Hebel ansetzen. Wir brauchen mehr männliche Vogelscheucher. Aber wie willst du die als männlich kennzeichnen? Indem man ein Schild dran macht, nicht divers. Naja. Also es gibt ja auch jetzt, warum sind Hexen immer Frauen und Schneemänner sind Männer? Wobei, meine Kinder wollen immer eine Schneefrau bauen. Das ist ein ganz kleiner Unterschied, ja. Meine Kinder lieben das, ja, aus Schnee Brüste zu basteln. Hm. Ich auch, aber aber wir bauen immer auch eine Schneefrau daneben, aus einfach... Ja, man braucht ja bei der Schneefrau bloß die Möhre weglassen. Die Möhre ist die Nase, lass bei der Frau die Nase nicht weg, wenn du drauf... Das stimmt. So ich hab jetzt... Es ist die tatsächlich, ich weiß nicht, wie ihr das hier regelt, aber ich würde damit Gemüse versuchen, nicht irgendwelche Geschlechtsorgane zu imitieren. Es kommt neulich nur mit einer Stange Porree versucht. Das funktioniert einfach nicht. Du, ich glaube, man könnte einfach einen Stapel Autoreifen dahinstellen, das würde die Vögel trotzdem nicht jucken. Wichtig ist, dass da CDs hängen. Das ist ganz wichtig, dass da CDs. Hältst du auch immer an? Natürlich. Und holst die rein, ja, und stellst natürlich dann fest, Bata Ilic? Ich habe einen CD-Player in meinem alten Auto. Ich hole mir die und werf die. Und oft ist es aber auch eine DVD. Dann. Ich finde es halt antiquiert. Die sollen MP3s da hinhängen, wenn ich da lang fahre. Wofür ist das eigentlich? Um uns zu blenden? Ja, nein, um die Tiere zu blenden. Im Wald? Ja, im Wald. Weil ich habe das Gefühl, dass es geht immer darum, dass ich langsamer fahre, weil mir irgendwas in die Fresse blitzt. Ich meine, ich bin meistens so rasend schnell dran vorbei, dass ich die CDs kaum gesehen habe, aber trotzdem. Ich glaube, man setzt zu viel voraus. Ich denke, dass man denkt, die Tiere haben CD-Player, hören sich dann diese furchtbare Musik an und fliegen deshalb weg. Aber das ist natürlich Quatsch, denn die meisten Vögel haben keine CD-Player oder zumindest keine Transportablen. Ja, nicht mehr. Jeder weiß, der Spatz arbeitet mit Schellack. Also was ist das für ein Stumpfsinn? Ja. So, und weiter geht's. wir lesen ja immer wieder in den, in Zeitungen und Zeitschriften, auch im Internet oder im Radio ist es zu hören, dass die neuen Infektionsherde, also wenn es zu Ausbrüchen von Corona kommt, immer wieder Altersheime und Fleischfabriken sind. Wo ist da der Zusammenhang? Gibt es da einen Zusammenhang? Ja. Also, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, bei beiden wird ja Fleisch behandelt, sag ich mal. Also es wird Fleisch auch gewendet. Nein. Und auch frisch gehalten. Also frisch gehalten. Also es wird auch nach Schadstellen überprüft. Und ich finde, oder? Das ist doch. Ich finde, Johann, wir brauchen da Trennschärfe, denn in dem einen Heim wird gepflegt, also im Altersheim wird gepflegt, und im Schlachthof macht man etwas ganz anderes. Da wird ja ein Tier, sag ich mal, schon, also ja, man kann ja sagen, es wird getötet, weil ja die Wurst, sonst passt es ja nicht in die Wurst. Mhm. So. Und, also nicht widerstandslos. Ja, nicht widerstandslos. Und da fehlt ganz häufig die Zeit zu warten, dass die Tiere an Altersschwäche sterben. Ja, ja. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Also zum Beispiel sieht man schon an den Werkzeugen, in einem Schlachthof arbeitet man mit der Kettensäge zum Beispiel. Das wäre jetzt in einer Pflegeeinrichtung unpassend, also vielleicht zum Fingernägel schneiden. Aber ich finde, man kann es eben nicht vergleichen. Es sind für mich zwei grundlegend unterschiedliche Institutionen. Ich bin ein großer Freund der Pflege. Ich sehe es auch schon am Horizont kommen. Fleischverarbeitende Betriebe, macht zu die Scheiße. Weißt du, weil wir können uns auch mal jetzt mal 6 Monate lang halb vegetarisch ernähren oder die alten Ravioli aufbrauchen, weil was da abgeht,
Ich finde es eigentlich schrecklich, weil die arbeiten natürlich mit Leiharbeitern aus Rumänien und so weiter, um diese ganze Zerlegungs- und Fleischzerlegungsnummer in den Griff zu kriegen. Und das ist alles Akkord. Und die stecken sich an in welchen Gemeinschaftsunterkünften. Und das fuckt mich einfach ab. Diese Frage ist überhaupt gar nicht mal ironisch zu beantworten oder so. Ich habe die Frage auch komplett vergessen. Die war ja macht doch diese Dinger zu. Sagt denen doch nicht, ihr zahlt 50.000 Euro Geldstrafe, wenn bei euch irgendwas nicht... Macht zu, die Scheiße. Damit sie merken, wie das ist, wenn sie kein Fleisch mehr zum Zerteilen haben. Wie groß wäre die Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn man diese Maßnahme durchzöge? Ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Das ist eigentlich der erste vernünftige Ansatz heute Abend, dass man sagt, wir verzichten ein halbes Jahr lang auf... Braucht doch das Restfleisch erstmal auf. So. Das heißt ja Dauerwurst. Ne? Ja, das ist eben. Ja, wird ja nicht schlecht. Ja. Pökel ein, die Kacke. Und dann ist gut. Hör doch mal auf. Dann, die sollen doch aufhören da. Irgendwie. Was sind das für riesige... Molochartige Unternehmen, Tyrell Corporation und wie sie alle heißen, die ihr Fleisch zerteilen. Und was kommt alles in die Wurst? Jetzt schrei nicht, das halt mich an. Ich kann nichts dafür. Sag das den Menschen da draußen. Ja. Lassen Sie das, Kerdo. Was sagst du? Dir ist wie immer alles egal. Wurscht, hast keine Meinung zu, ne? Naja. Es sind ja, also was ich gesehen habe bei Westfleisch, da waren jetzt ganz viele infiziert, aber die waren jetzt nicht krank, sondern sie waren symptomlos. Mhm. Und anstatt sie zuzumachen, kann man auch sagen, wir lassen, die können sich alle, sie können so lange arbeiten, also bis sie alle immun sind, quasi. Und dann könnte man diese immunen Arbeiter auch wieder im Altenheim einsetzen. Ich habe mich auch falsch ausgedrückt, es tut mir leid, das habe ich falschen Dreh gekriegt. Ich finde es natürlich okay, wenn rumänische Leiharbeiter ausgebeutet werden, sich dabei mit potenziell lebensbedrohlichen Krankheiten infizieren, weil das Fleisch muss ja weiter verarbeitet werden. Da habe ich falsch ausgedrückt. Entschuldigung. Das finde ich gut, dass du es einsiehst. Also, am Arsch also sehe ich das ein. Moment. Das, was ich gerade gesagt habe, klang vielleicht ein bisschen zynisch. Ja? Aber diesen Zynismus, den habe nicht ich in das System gebracht, sondern ich habe den nur weitergebracht. Zynisch ist, dass alle sagen, wir wollen Tierwohl und wir wollen, dass sie richtig bezahlt werden und trotzdem kaufen sie alle das billigste Fleisch. Das ist der Zynismus, den ich nur weitergesponnen habe. Und was... Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich hier so angegriffen werde. Du wirst nicht angegriffen, weißt du, aber ich kaufe teures Fleisch. Das ist aber trotzdem von keinem Akademiker zerteilt worden. Ja, ist ja weißt recht. Weißt du, wenn ich mir das wünschen könnte, dann möchte ich immer einen Biologieprofessor, der mir mein Steak zurechtschneidet. Aber vielleicht sollte man einfach mal drauf verzichten. Nicht auf Biologieprofessoren, die brauchst du ja immer wieder, aber auf Fleisch. Ja. Vielleicht, weiß man nicht. Okay, lass uns auf Fleisch verzichten. 6 Monate. Wer ist dafür? 6 Monate. Es sind aber schon 5 rum bei mir. Wer ist dafür? Also wenn wir, das würde ich mir gerne anrechnen lassen. Wer ist dafür? Nee. Ich bin dafür, Fleisch verzichten 6 Monate. Wir sind uns einig, so wird's gemacht. Wir bitten nun die Exekutive, das umzusetzen. Ich hätte da mal eine Frage. Ich koche ja im Moment auch viel. Beziehungsweise ich würde sagen, ich mache Sachen warm. Also kochen würde ich das jetzt nicht nennen. Und für mich ist das was Neues. Und deswegen arbeite ich auch viel mit Rezepten. Also wo drauf steht, was ich jetzt machen soll. Und da halte ich mich auch dran. Und jetzt habe ich neulich was kochen wollen. Und da stand am Ende, würzen nach Gutdünken. Da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt. Vielleicht kann man mir da ja helfen. Was ist eigentlich dieses Gutdünken? Gutdünken liegt im Sauerland. Hausherr ist Francesco Dünken und seine aparte Gattin Shirley Dünken. Und die haben genau festgelegt, wie viel das ist. Das ist ein halber Löffel Würze, glaube ich. Ja. Das kommt von Gutdünken und wird so verwaltet halt. Der beste Schutz vor Sonnenbrand sind Ferien im Sauerland. Ja. Ferien auf dem Innenhof. Genau. Ja. Auf dem Innenhof. Ja. Also ich habe, wir haben jetzt tatsächlich Kartoffeln gepflanzt und ich habe zu meiner Frau gesagt, gut düngen. Und dann hat sie nach gut dünken eigentlich gut. Gedüngt. Mhm. Ja, man muss immer streng nach gut dünken gehen, auch beim Düngen. Ich kannte ein Gedicht. Das haben wir in der Schule gelernt. Trauriges Obst. Das traurige Obst weint am Ufer der Nacht, doch die Katzen gut dünken.
So oder ähnlich ging das. Es wird dauern, bis es eingesickert ist, wo man wirklich sagt, klar. Ansonsten war ich nie in Kontakt mit der Begrifflichkeit Gutdünken. Aber nach Gutdünken würde ich sagen, wir sind mehr oder weniger am Ende der Sendung angelangt. Was bedauerlich ist. Habt ihr noch Fragen? Hör auf. Ich muss total pissen. Ein Grund mehr. Das soll's. Ich habe bereits vor 10 Minuten. Von daher, ich bin entspannt. Wie hast du das gemacht? Diese Weisheit ist nicht für das Auge und das Ohr der Öffentlichkeit bestimmt. Seien Sie uns gewogen und gerne bis nächste Woche wieder, wenn es heißt Gipfeltreffen. Das Expertenduo rettet die Welt.